Eine Rakete! Damit geht's jetzt ab zum Mars! Yay. Wollt ihr mit zum Mars kommen? Seid Leute. Ihr dabei, Jungs? Zum Mars-Riegel? Ja, lass ein paar Mars-Riegel snacken gehen. Genau das wollte ich damit sagen. Hey, die gehen da alle hoch. Ich will auch mit hoch. Ich will auch noch einen Platz in der richtig coolen Rakete zum Mars kriegen. Ich bin erst mal. Elon Musk. Wenn ein Tornado kommt, dann ist es nicht. Was los? Ich bin auf die Seite gegangen und dann ist das Ding ins Umgekehrt. Alter, die Rakete wackelt. Warum wackelt die so? Warte mal, was? Und nicht umfallen! Oh. Ich bin gerade auf dem Übergang gewesen und bin dann gestorben, weißt du? Weil ich habe mich so gefreut, ich bin Erster. Und dann kommt so ein Windstoß und kriegt mich runter. Und ich denke, nein, okay. Echt? Ah, ich hab's überlegt. Warte mal, ich muss mal einen Apfel essen. Ich bin hier gleich tot. So, Ladies and Gentlemen, erstmal ein herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Roblox mit dem guten alten Ziegeltops und dem netten guten Chaosflo, die beide heute mit dabei sind, um uns zu unterstützen. Ich bin gut. Und Tops ist gut und nett oder so, ne? So, wir haben jetzt Flashflot. Flashflot. Wie das Ding abgehoben ist, Leute. Wo ist sie hin? Ja. Hey, Leute, ich hab's nicht gesehen. Schade, Schokolade. Jedenfalls haben wir hier eine Flashflot. Da unten sehen wir schon die ersten Leute, wie sie sich zerlegt. Nicht wackeln. Oh Gott, wir müssen hoch. Okay. Ich hätte einen Ballon nehmen sollen. Ah, jetzt komm schon. Das hat doch keiner überlebt, oder? Hat es irgendjemand? Da ist noch jemand. Da springt ein letzter genialer Mensch auf dem letzten Stück. Er ist tot. Überleben, denn doch Soling 4 hat überlebt. Ich habe keine Ahnung, wie er oder sie das geschafft hat, aber ich kaufe uns jetzt erstmal eine Verbesserung, denn es war noch nicht schlimm genug. Wir wollen es natürlich noch schlimmer haben und kaufen uns für 100 Robux eine kleine Aufwertung und schmeißen die Wettermaschine an. Wisst ihr, was passiert, wenn man die anschmeißt? Was passiert dann? Naja, dann wird das Wetter schön. Also. Wirklich? Naja, nicht wirklich schön. Also, es wird schön schlimm. Ja, wir sind in der Festung. Stimmt, wir sind in so einem Da ist ein Hubschrauber. Multidisaster 2 powered by alles Käse! Das heißt, heute kommt ein Multidisaster auf uns zu. Cool, oder? Nice! Danke, Easy! Gerne doch! Womit haben wir das verdient? Ich war Panzer! Ihr wart sehr brav! Und ihr kommt so links über uns. Ich will ungern in die Hubschrauber-Dinger reinspringen. Ich hab ein bisschen Angst, dass. Nee, ich fahr nicht Panzer, das ist jemand anderes. Ich sitze nur oben. Oh, warte, was kommt jetzt? Was für ein Desaster? Leute? Was für ein Desaster? Ja. Ey, guck mal, ich geh da hoch auf den Turm! Sag nicht Blizzard. Ist das Sandsturm und Blizzard vielleicht zusammen? Ein Sandsturm-Blizzard? Das sieht mega danach aus, oder? Alter, das Bild sieht irgendwie so aus. Also, ich komm mal runter. Ich bin unten. Ist hier Platz im Panzer? Kann man sich hier in Ruhe irgendwo reinsetzen? Irgendwie konnte man sich hier reinsetzen. Katastrophenwarnung, Sandsturm und Blizzard! Halte dich warm! Ich bin da. Tops, komm her, wir müssen alle zusammen kuscheln. Hier in die Ecke. Zu diesem Mädchen da. Okay. Oh mein Gott. Kommt her. Seid ihr da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seid ihr alle da? Ich bin da, ja. Okay, nice. Nein, ich stehe aus. Ich fahre mit dem Panzer. Flo, du musst dich nicht im Panzer fahren. Du musst dich retten. Nein. Ich war oben auf dem Turm drauf und ich konnte nicht mehr runter. Nee, jetzt ernsthaft? Der klettert einfach eine hoch und die fällt runter. Warte, kann man hier... ich hab über die Map rüber gescrollt. Leben hier noch andere Leute außer uns? Ich sehe es gerade nicht. Warte mal. Oh mein Gott, die Plattenverschiebung beginnt. Oh oh. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden, oder? Jürgen, der Typ hat eine Jukebox über dir. Was? Der fliegt auch weg. Guck mal, der klettert da hoch, der möchte... Oh mein Gott, der fliegt gleich weg, oder? Weiß ich nicht, hier sind wir jedenfalls gerade sicher. Denke ich, noch. Oh nein. Nein, die Dinger hier bewegen sich auch. Okay. Nicht bewegen, ich glaube einfach dran. Nein. Oh oh. Ich kann nicht mehr. Ich werd weggefegt. Oh Gott, jetzt hör doch schon. Nein, ich sehe den Boden nicht mehr. Ich bin tot. Ich wusste nicht, wo ich hingehen soll. Flo, du bist auch tot, ne? Ey, wenn es eine Katastrophe gäbe, was wär die schlimmste Katastrophe, vor der du Angst hättest? Die schlimmste Katastrophe? Ja, also sowas von den Sachen, die es so gibt. Fleischregen. Flo, der war gut. Das ist echt eine ziemlich schlimme Sache. Überlebende, Flip-Bip und noch irgendjemand hat das Ganze überlebt, wie auch immer. Wie überlebt man das denn bitte schön? Ich verstehe es nicht. Naja, indem man sich seinen richtig coolen Ballon kauft und ihn auch benutzt. Im Gegensatz zu mir. Ich habe zwar einen coolen Ballon, aber ich benutze ihn nie. Und ich habe sogar einen Apfel. So, Himmelssturm. Nächste Karte ist Himmelssturm. Da gucken wir mal. Das sieht aus wie ein ziemlich hoher Skyscraper. Sturm der Liebe. Ich weiß nicht, Sturm des Himmels.
Und ich glaube, alle rennen raus. Oben oder unten bleiben? Oh mein Gott, hat sie schöne Haare. Seht ihr sie? Die mit den blauen Haaren. Oh, ja, das Ding ist, man muss sich früh genug positionieren. Das Ding ist, wenn wir jetzt sowas wie einen Tornado haben, dann sind wir hier ziemlich, sind ziemlich in der Klemme. Aber ich kann mit meinem Wurfballon runterspringen. Kein Problem für mich, also nur für euch. Fuzzybug, mega schöne Haare. Grüße gehen raus. Ich will auch so eine Frisur haben. Ah, echt? Flo ist draußen. Flo will auch so eine Frisur haben. Flo will auch so eine Frisur. Ja, wahrscheinlich. So, warte. Nein, das war. Zack, da sind wir. Nein! Oh, Moment mal. Erdbeben natürlich! Erdbeben? Ja, so klar. Ab nach draußen, aber halte dich von hohen Gebäuden fern. Nein, wie bin ich denn schon wieder gestorben? Ich bin explodiert. Das Gebäude fällt! Oh mein Gott! Das und war's. Um. Oh nein. Da ist der Killer! Da ist der Killer! Der ist mit uns auf der Map! Der Killer? Ist, ja, ich glaube schon. Und da ist noch so ein Typ in so einem komischen Anzug. Egal. Nächste Karte ist Raketenbasis. Okay, wir haben nochmal einen Versuch. Lass mal alle eine Rakete dran. Mal schauen, was passiert. Flo und ich haben übrigens beide nochmal Geld ausgegeben, also Robux ausgegeben, damit das Ganze hier funktioniert. Wollen wir die Rakete wirklich? Wie viel Robux reicht ein Euro? Ja, 100 Robux sind ein Euro. Geil, ich hab mal Euro ausgegeben. Warum? Ich hab schon 2 ausgegeben heute. Hast du gerade gesehen, Isi? Nein, hab ich nicht. Tops, was so wirklich einen Meter vor mir ist auf diese Dings, wo du rüberkommst, zur Rakete und die bricht gerade, wo er drauf geht ein. Echt? Warum ist das nicht mal bei mir? Warte, bist du tot, Tops? Ja, schon wieder. Nein, als ob du schon tot bist. Ja. Jedes Mal so. Okay. Nein, 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 nicht die Rakete. Oh Gott, ich hab's überlebt. Oh, gerade so. Die Rakete ist einfach ohne mich abgeflogen. Flo, wollen wir irgendwo hochgehen oder so? Ich weiß halt nicht, was jetzt kommt. Ich weiß auch nicht, was jetzt kommt. Ich gehe mit dem Zwischenteil, mit dem zweiten gehe ich hoch. Achso, aber die ist schon weg. Vulkanausbruch. Okay, Leute, ich kenne einen Trick. Der wird nur nicht funktionieren, wenn mir dieses Ding hier im Hals steckt. Nein, geh doch weg. Was? Nein, nein. Nein, komm schon. Ich schaff das. Man kann auf den Vulkan drauf. Hä, wirklich? Du musst auf den Vulkan drauf. Nur so kannst du überleben. Du musst auf den Vulkan drauf. Ich hab einfach das Ding mitgenommen. Es steckt mir im Hals. Aber ey, der Typ neben mir heißt aber auch Bayern. Nein! Hey, easy, ich seh's gerade. Hilfe! Hä? Lass mich raus! Oh nein. Du siehst mich, Tops, ja? Ja, ich hab dich eben gesehen. Oh, ich wurde gerade geuft. Okay. Das Mädchen steht da einfach mit drauf. Das ist ein kleines Problem, weil sie ist schwer. Ich kann nicht richtig stehen. Was willst du sagen? Du bist schwer? Ja. Nein, soll... die ist schwer in Ordnung. Runter mit dir! Runter mit dir! Hau ab von meinem Kopf! Dankeschön! Geh doch einfach da runter! Lebst du noch? Geh weg! Ja, ich lebe. Wer lebt? Tops auch? Sie ist die rettende Insel. Nein, ja, ich von oben. Ich bin die Insel. Nein, 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 nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Nicht, nein, 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 nein. Wir haben doch nur Vulkan gerade. Sie könnte da drauf stehen. Ja, ne? Das interessiert sie auch gar nicht, dass ich will, dass sie runtergeht. Geh doch. Oh nein, Jolene oder Jolay oder wie sie heißt. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Denkt sich so, ja, da setze ich mich schön drauf. Ja, genau. Und guck mal, da ist die Blauhaarige. Die wir. Ach Mann. Okay, Überlebende. Einige Leute haben es überlebt. Ich muss sagen, das war für mich wahrscheinlich gerade am schwersten. Okay. Wollen wir noch einmal die Stufe hochstellen? Oh. Aber was war denn das zweite jetzt? Ja, es kam nichts, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich habe trotzdem nochmal 100 Robux ausgegeben. Nächste Karte, Wüste Raffinerie. Okay, alles klar. Wahrscheinlich ist keine Wüste, so. Aber okay. Da haben wir es. Multi-Disaster geht auf. Oh. Was? 4? Jetzt hat's funktioniert, Flo. Jetzt hat er es angenommen. Oh mein Gott. Das heißt, wir kriegen jetzt hier 4 Umweltkatastrophen auf einer der schwersten Maps. Ja, seht ihr das auch da oben über uns, dieses graue Ding? Ja. Das kommt immer. Achso. Sicher? Mir ist es auch noch nie aufgefallen. Okay, ich springe mal. Ich will nicht sterben. Einmal nach oben. Hoffentlich bringt uns das was. Oh, Freunde. Nö, safe bricht irgendwas ein. Ja, wahrscheinlich ist jetzt ein Sandsturm, Tornado, Vulkanausbruch. Also safe Vulkan, da bin ich mir sicher. Bleib stehen. Hier in der Mitte. Okay, jetzt sind wir hier oben. Gott, bevor es losgeht, müssen wir uns irgendwie hier nach ganz oben begeben. Ja! Okay, nice. Bitte. So. Saurer Regen bleibt drin. Ernsthaft? Oh nein. Okay, Ballon, bring mich sicher saurer an den Regen. Boden. Ganz ich frag mich, was den Regen so sauer gemacht hat. Pass auf, Tops. Mein Gott, der geht kaputt. Nein! Wieso bin ich gestorben und das als
das Erste, das darf doch nicht wahr sein. Kannst okay. du dich eigentlich mit dem Dings da mit Warte, dem Ballon? Ich guck euch kannst du beobachten? Es ja, gibt ich guck, alles kaputt, gell? Was ist das denn? Da, Feuer, ihr habt auf jeden Fall Feuer. Ich sehe einen Tsunami anrollen. Es ist saurer Regen da und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch eine Flut ist. Das wird keiner von euch überleben. Ladies and Gentlemen, das war's mit unserer heutigen Folge hier von Roblox, dem Natural Disaster Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen fetten Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, fetten. Ebenfalls. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.